88% meiner Zuschauer haben kein Abo. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und nehmt als Dank die Glocke mit. Und wenn euch das Video gefällt, zeigt es mit eurem Daumen. Ach, und wenn wir gerade schon dabei sind, folgt mir auch auf Instagram, Facebook, Twitter und Twitch. Danke für euren Support. Yo, und somit herzlich willkommen zurück zu Ride 3. Wir sind hier gerade in der Übersicht. Uns fehlen noch 15 Sterne für Stufe Nummer 2. Beziehungsweise, wenn man hier so sieht, ich habe 50 Sterne von 203 in Stufe 1. Also, da geht natürlich noch einiges mehr, aber rein, um in die nächste Stufe aufzusteigen, hier nach oben. Hier sieht man es halt, hier geht es noch ganz schön weit nach oben. Ja, jetzt ist die Frage, was wir hier noch machen können. Irgendwie irritiert mich hier die rote Farbe. Vor allem da unten nächstes Jahr Spezialband. Das würde mich auch mal interessieren, was genau das heißt. Ich würde aber fast schon sagen, wir nehmen was Cooles oder was Schnelles. 250er Legenden hört sich eigentlich zumindest mal hier in dem Bereich mal, ich glaube, schnell an. Bei japanische Zweitaktbikes, keine Ahnung. Aber das hört sich auch geil an. Die Welt entdecken, die schönsten Landstraßen. Ich würde sagen, wir machen vielleicht einfach mal beides, oder? Also starten wir mal hier. Wie gesagt, in den anderen könnte man theoretisch auch reingehen, aber wir haben eigentlich, glaube ich, noch nirgends ein passendes Motorrad dazu. Die Idee, Rennmotorräder in veränderter Form auch als Straßenmaschine anzubieten, wurde zu Beginn der 90er auch in der 250er-Klasse unter Fans gut angenommen. Alle großen Hersteller hatten ihre eigenen Versionen dieser Zweitaktmaschinen, die vor allem jene ansprechen sollten, die davon träumten, ihre Idolen aus der Weltmeisterschaft nachzueifern. Obwohl 250 Kubik-Bikes mit Zweitaktmotor für den Rennsport nicht mehr produziert werden, stellen sie bis heute die höchst entwickelte Form von Zweitakt-Rennmaschinen dar und nehmen einen besonderen Platz in den Herzen der Motorsportfans, Motorradsportfans ein. So rum. Okay. So, wir bekommen auch eine SP02, wenn wir gewinnen. Aber es ist halt auch wieder Leistungspunkte 125, gell? Ist halt eigentlich nicht viel. Als Bike haben wir eigentlich so gar nichts. Hier sieht man, die Auswahl ist auch gar nicht so groß. Hier hätten wir zum Beispiel schließlich den Band 125er Zweitakter ab. Würden wir die bekommen. R7 Rennumbau verfügbar. Das sollten wir, glaube ich, in der Hinsicht nicht machen, weil wir dann vermutlich nicht mehr in der Klasse mitfahren können. Schließe Band, die Rückkehr der Zweitakter ab. Okay, ist natürlich hier ganz cool. Ich würde mal die hier nehmen. So, Lackierung. Die sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wobei, das fand ich eigentlich auch nicht schlecht. So, ja, für das Alter ganz schön. Geht natürlich besser, aber das sind halt dann die neueren, schnelleren, stärkeren. So, das erste Rennen beginnt gleich. Wir haben am Bike auch noch nichts gemacht, also mal schauen, wie sie läuft. Im Gegensatz auch zu den Gegnern und so. Also ein bisschen hochtönig. Aber natürlich klar, bei 250 Kubik gibt es eigentlich eher normal. Alter, also weiß ich, bei langsameren Maschinen fühle ich mich manchmal ein bisschen seltsam beim Fahren. Aber so an sich finde ich sie eigentlich relativ sehr beweglich, muss man sagen. Im Gegensatz zur letzten Maschine, wo wir gefahren sind, da der alte Schinken, der war eigentlich auch ganz cool, war ich auch leistungsmäßig ein bisschen stärker. Aber ich fand, in den Kurven war die alte Maschine, oder die ältere Maschine, war halt, Alter, ja, okay, hier merkt man es jetzt ein bisschen. Finde ich, war die ältere Maschine, hatte man einen viel größeren Bogen. Hier hat man so das Gefühl, dass es ein bisschen schöner in die Kurven reingeht. So, wenn man die Kurven halt natürlich auch richtig anfährt. Thank you.
Ja, aber so richtig nach vorne geht noch nichts hier. Aber die Strecke, so gut kenne ich sie ja auch gar nicht. Wir sind sie schon mal, glaube ich, ein bisschen in der Fahrschule gefahren. Aber ansonsten ist halt natürlich auch noch eine Strecke, die man nicht so kennt. Neues Bike. Ist halt beides in Kombination ein bisschen schwierig. Und irgendwie gehen die ja gerade gut ab eigentlich. Vor allem Platz 1 ist ja richtig weit vorne. Und die anderen da vorne, die fahren mir auch so ein bisschen weg. Hinter mir? Na, muss mal schauen. Ui, sechster Gang sogar noch. Also hier merkt man natürlich auch, schon extrem krass, hier muss man die Zeiten in den Kurven sich holen. Aber wenn ich die Kurven halt auch ein bisschen kacke anfahre, wird es halt auch ein bisschen schwierig hier. Ich habe jetzt auch gar nicht eigentlich auf die Leistung geschaut, gell. Habe ich jetzt die beste Maschine genommen, die schlechteste, irgend so ein Mittelding? Habe ich gar nicht geschaut, eher nur so auf den Style. Wobei man eigentlich merkt, sie sind schon relativ gleich. Also zumindest die, wo vorne jetzt hier mitfahren. Aber es kommt halt auf das fahrerische Können an. Deshalb, wie gesagt, eher hier nur in den Kurven. Kann man hier was reißen? Oh, sorry. Oh, nein. Ich habe gedacht, hier noch mal ein bisschen irgendwo ganz kurz Gas zu geben, damit ich an denen vorbeischießen kann. Dann bin ich mir aber doch ein bisschen so hinten reingefahren. Ah, jetzt fahren sie doch ganz weg. Ah, nein, ja. Und noch ein kleiner Fahrfehler mit rein, dann zieht er schön innen durch. Jetzt krieg ich nicht mehr Platz 5. Jetzt war ich fast Platz 3. Wow. Bin hier richtig nice eigentlich gefahren. Komm, schalt hoch. Nein, den krieg ich ja nicht mehr. Ah. Naja. Fast mein Vorderrad auf der Höhe von seinem Hinterrad, aber... Ja, schon ein bisschen, sind wir schon ein bisschen weg eigentlich. Wir gucken mal erstmal auf die anderen Strecken. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, dass manche Strecken so ein bisschen schwieriger oder manche ein bisschen leichter sind. Schauen wir einfach mal in das nächste Rennen rein. So, schauen wir uns mal an, wie es im Donington Park so läuft. Oh. Wir haben ein Zeitrennen. Wollte ich mal sagen, mal gucken, wie wir hier abschneiden. Wobei, klar, gegen die Zeit ist ja quasi auch ein Gegner. Aber ich dachte erst, wir machen nochmal ein normales Rennen. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was für Alter, was hier für eine Version von Rennen es sein soll. Ja, aber na gut. 1:42.8 wäre mal angepeilt. Ich bin mal gespannt, wie schwierig das Ganze wird. Na, hier fahre ich halt schon mal nicht sehr ideal. Hier kommen wir fett mit Vollgas durch, das ist schon mal geil. Da merkt man dann auch so diese alte Maschine vom letzten Part. Da muss man hier und da, also auch schon ein paar Kurven vorher, ein bisschen bremsen oder zumindest mal vom Gas runter. Dass er da nochmal einen Ticken schneller war, die hat ja noch ein bisschen mehr Bums. Ich weiß nicht, glaube ich, gerade ein bisschen zu viel gebremst, wobei es eigentlich, glaube ich, schon nötig war. Ich meine, trotzdem, glaube ich, die Kurve ein bisschen falsch angefahren. Aber ich glaube, es hätte besser sein können. Bin mal gespannt. Also da können wir, wenn es nicht klappt, also wenn es nicht reicht oder nur minimal weniger ist, wissen wir, wo wir
noch ein bisschen was rausholen können. So, Alter, immer diese Endkurven. Wobei, es ging gerade noch einigermaßen. Aber jetzt kommt die letzte Kurve. Mal gucken, ob wir die verkacken. Wow, Pikachu! Oh, die Kurve, jedes Mal. Also die hier, also jetzt mal, da gibt es Abonnieren. Jedes Mal, die Kurve hier. Auch schon beim letzten Mal mit der anderen Maschine. Und ich wollte, okay. Ich sag noch so, hey, wäre cool, wenn es ganz knapp wäre. Wissen wir, wo wir noch ein bisschen was rausholen können. Naja, jetzt aber eigentlich nicht der Fall. Sind ein paar Sekunden sogar noch. Sind es, glaube ich, 3,5, so in die Richtung. So, kriegen wir ja. Ja, sehr schön. Ich bin hier in Zwischenzeiten. Oh, come on. Einmal hier rein. Ah, die war auch nicht so gut. Nee, schon wieder. Schon wieder so ein Fehler drin. Wobei ich denke, von zweiten Stern, wenn wir jetzt nichts Blödes mehr machen, sollte es reichen. Aber die letzten beiden Kurven. Die zum Beispiel. Die letzten beiden Kurven habe ich schon Zeit verloren. Guck mal, wieso komme ich hier so weit raus, obwohl ich eigentlich vom Bremspunkt her eigentlich okay war? Das verstehe ich mal schon nicht so ganz. Auch hier? Ja, diesmal, oh, diesmal geht's sogar. Na, Gold wird's nicht. Wollte schon sagen, aber knapp, nee, auch nicht. 2 Sekunden, ey. 1,5 Sekunden haben wir gerade aufgeholt. Und 2 Sekunden brauchen wir noch. Was sag ich, wir machen jetzt noch eine Runde. Dann schauen wir mal, wie wir dann insgesamt abschneiden. Wäre natürlich schön, wenn wir uns noch verbessern. Gold wäre natürlich genial. Glaube ich jetzt aber nicht unbedingt. Muss ich ehrlich leider zugeben. Wobei, wenn wir jetzt die Kurven alle gut fahren, wobei hier nicht mal ein Zehntel schneller. Ich ist halt. Wir müssen alle Kurven hier gut fahren. Hier darf man nichts verlieren. War das hier? Na, könnte vielleicht ein bisschen Zeit kosten. Aber wie gesagt, vielleicht 2, 3 Zehntel. Was sagt er? Oh, Alter. 0,016. Oder habe ich halt wirklich im letzten so viel Zeit verloren? Ah, ja, das war... Ah, muss ich ein bisschen rausbeschleunigen. Aber von der Zeit her schon sehr knapp. Ja, jetzt komme ich hier wieder raus. Leider schade. Weiß nicht, ob wir uns trotzdem nochmal verbessern. Ah, nee. Leider in der letzten Kurve, glaube ich, wieder zu viel verloren. Schade. Zweite Platzierung, ja. Da muss noch mehr gehen, Leute. Aber ich würde mal sagen, wir machen eine kleine Pause. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.